Wir alle haben schon mal diesen Klischeesatz gehört, Reichtum macht nicht glücklich, und denken uns automatisch, so ein Scheiß kann nur aus dem Mund eines totalen Losers kommen. Und so klischeehaft der Satz auch ist und rüberkommt wie ein Satz der Selbsttröstung, dass man es selber zu nichts gebracht hat, ist es doch traurig, aber wahr. Ich nenne euch hier gleich mehrere Gründe, warum es die beste Situation überhaupt ist, der totale Loser zu sein, der es zu nichts gebracht hat. Weder Reichtum, noch irgendwie eine gelungene Partnerschaft, noch sonst irgendwas. Der erste Grund ist banal, aber wahr. Und zwar die menschliche Vergänglichkeit. Die menschliche Vergänglichkeit ist nur scheiße, wenn ihr in einer Superposition seid, dann habt ihr nämlich echt was zu verlieren. Es ist die Fallhöhe. Wenn ihr das perfekte und geilste Leben habt, mit paar Millionen auf dem Konto und regelmäßig mit Topmodels vögelt, dann erwartet euch trotz allem der Tod. Egal was ihr tut, egal wie reich und erfolgreich ihr seid, auf euch wartet der Tod. Auf einen armen Schlucker wartet der Tod und auf einen reichen Mann wartet der Tod. Es gibt aus der Antike eine wunderschöne Anekdote des Philosophen Diogenes. Diogenes starrt auf einen Haufen Knochen und dabei läuft ihm ein mächtiger Herrscher über den Weg und fragt, was machst du da? Diogenes Antwort ist, wenn er auf die Knochen starrt, versuche deine Knochen von denen eines Bettlers zu unterscheiden. Die Message ist klar, am Ende landen wir alle in der Kiste und da ist es für alle gleich. Wenn du steinreich bist mit dem perfekten Leben, musst du die ganze Zeit nicht nur denken, dass du verrecken wirst und nichts dagegen machen kannst, sondern du musst auch die ganze Zeit denken, oh fuck, was, wenn ich mein Geld jetzt loswerde? Oh scheiße, was, wenn ich ausgeraubt werde? Oh fuck, was, wenn ich überfallen werde? Und selbst die perfekte Partnerschaft mit der Liebe eures Lebens, der perfekten Frau oder dem perfekten Mann, schützt euch nicht davor, sondern es ist noch schlimmer. Ihr müsst die ganze Zeit denken, was, wenn ich verlassen werde? Was, wenn mein Partner stirbt? Was, wenn mich mein Partner nicht mehr mag? Je mehr ihr habt, desto mehr habt ihr zu verlieren und je mehr ihr verliert, desto unangenehmer ist es. Und ein weiterer Grund, warum Reichtum nicht unbedingt glücklich macht, ist folgendes. Fragt euch selbst, was waren die glücklichsten Momente in eurem Leben? Ich kann es euch sagen. Ein Moment, wo ihr eine Stufe weiterkommt. Ein Moment, wo ihr plötzlich was bekommt, wo ihr plötzlich mehr habt als vorher. Der Moment des Aufstiegs. Wenn ihr die Zusage zu einem Job bekommt, den ihr jahrelang verfolgt habt. Oder wenn ihr endlich einen Partner kennenlernt und vorher Single wart. Geil! Wenn ihr ein Tor im Fußball schießt, wenn ihr eine Fußballwette gewinnt, wenn ihr auf der Straße einen 10-Euro-Schein findet, da denkt ihr, oh yes! Wenn ihr etwas nicht hattet und dann bekommt, das sind die geilen Momente. So, und wie oft passieren euch diese Momente, wenn ihr schon alles habt? Nie wieder. Anders gefragt, warum glaubt ihr, dass Milliardäre, die schon alles haben, immer noch mehr wollen? Ihr denkt euch, oh, wenn ich so viel hätte, dann bräuchte ich ja nichts mehr, dann hätte ich ja schon alles. Warum wollen die immer noch mehr und mehr? Genau aus diesem Grund, weil der Mensch nur glücklich ist, wenn er etwas mehr hat. Wer glaubt ihr ist glücklicher? Jemand, der 1 Milliarde auf dem Konto hat und 1 Million Euro auf sein Konto überwiesen bekommt? Oder jemand, der gerade durch die Wüste gekrochen ist, seit einer Woche nichts gegessen und getrunken hat und kurz vorm Verrecken ist und ein altes ranziges Sandwich auf dem Boden findet und ein abgestandenes Glas Wasser? Richtig. Zusammenfassend gesagt, wenn ihr reich seid und alles habt, ist das Leben voller Verlustmöglichkeiten und ihr werdet nur noch paranoid. Und wenn ihr die totalen Loser seid, der Bodensatz der Gesellschaft, wo es nicht mehr weiter nach unten geht, ist das Leben voller Aufstiegsmöglichkeiten. Egal wohin ihr geht, es geht nur nach oben oder in die Kiste. Und dort sind wir alle gleich. Wenn ihr seit 10 Jahren in einer Luxusvilla lebt, ist egal wohin ihr auf der Welt geht, es überall schlechter als bei euch. Und ihr denkt euch, ja scheiße, diese Luxusvilla ist so langweilig geworden, aber wenn ich woanders hingehe, dann kotze ich mir einen ab, weil es dort so scheiße ist. Aber wenn ihr 10 Jahre auf der Straße gelebt habt und dann plötzlich ein Zimmer bekommt, das 5 Quadratmeter groß ist, dann denkt ihr euch, ich habe es geschafft und seid glücklich. Ihr argumentiert jetzt wahrscheinlich, ja, aber wenn ich reich bin, dann lebe ich meistens länger, dann habe ich mehr vom Leben. Mehr vom Leben haben und länger leben, das sind 2 völlig unterschiedliche Konzepte. Wenn ihr auf euer Leben aus einer Zukunft von 1000 Jahren in der Zukunft zurückblickt, ist es dann wirklich so wichtig, ob ihr 100 Jahre gelebt habt oder nur 10 Jahre gelebt habt? Nein, ihr wurdet geboren, ihr seid gestorben und das erwartet uns alle. Die einzige Frage ist, was dazwischen passiert. Was das Leben ausmacht, sind diese intensiven Momente. Ein intensives Jahr ist interessanter als 30 langweilige Jahre, wo ihr jeden Tag im Büro gesessen seid, die Steuern von anderen Leuten gemacht habt und dann nach Hause zum Schlafen gegangen seid. Wenn ihr die totale Arschkarte habt und irgendwo in Mogadischu in Somalia geboren werdet, wo ihr 5 Jahre auf der Straße lebt, von Piraten überfallen werdet, am Hungertuch nagt, dann aus der Stadt flieht und von einem Löwen aufgefressen werdet, dann habt ihr mehr erlebt als 90% aller Sesselpupse, die hier mit 20 einen Bürojob anfangen, mit 65 in Rente gehen und dann in die Kiste. Oder warum glaubt ihr, machen die Leute Abenteuer, Urlaub und Extremsportarten? Genau aus diesem Grund. Weil sie gerne Erlebnisse hätten und keine haben. Haben wir wieder was gelernt? Deswegen, alle reichen Zuschauer von Slotogy Show, tut mir leid, mein Beileid für das scheiß Leben, das ihr habt. Und alle armen Schlucker und Obdachlosen, die gerade mal dieses YouTube-Video gesehen haben, muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch.
Ihr habt es genau richtig gemacht. Genießt euer Leben. Das ist Flo, du die Show, Mann.